Frau Suding von der FDP, hallo. Hallo. Was macht eigentlich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger? Die macht Politik, kämpft wie eh und je für Bürgerrechte, für starke Bürgerrechte. Was ist neu an der neuen FDP? Ja, wir haben uns komplett neu aufgestellt, wir haben geguckt, was ist eigentlich wirklich das, was uns treibt und überzeugt. Und wir setzen auf die zentralen Zukunftsthemen, das sind Bildung und Digitalisierung. Frage an die ehemalige PR-Beraterin, habe ich bereits jetzt etwas falsch gemacht? Bis jetzt lief es noch ganz gut, muss ich sagen, aber ich sag's Ihnen dann. Wird die alte weißhaarige Garde in den Keller des Genscher-Hauses gesperrt, um für Christian Lindners Omnipräsenz zu garantieren? Nein, wir sind ja ein Team, das junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen zusammen hat. Das ist auch gut so und das macht uns ja auch stark. Was macht Herrn Lindner eigentlich so derbe Insta? Ja, gucken Sie sich seinen Account an. Er macht das super, ist da, glaube ich, auch Trendsetter, Vorreiter, hat ja auch nicht umsonst so viele Fans. Man hört, die FDP sei die Partei für die ungeduldige Mitte. Worauf wartet die eigentlich? Ja, wir warten darauf, dass wir jetzt endlich die richtigen Weichenstellungen stellen, politischerseits, damit es morgen in diesem Land genauso gut weitergehen kann, wie es in der Vergangenheit geklappt hat. Und dazu muss sich einiges ändern. Bezeichnen Sie sich selbst als neoliberal? Nein, der Begriff ist ja sowieso von allen falsch benutzt worden. Für mich gibt es nur Liberalen, das ist auch nicht teilbar, gibt es auch keinen Bindestrich Liberalismus. Liberalismus bedeutet eben, dass wir freiheitlich sind, was das Gesellschaftliche angeht, was das Wirtschaftliche angeht, was starke Bürgerrechte angeht, Chancen durch Bildung, es gehört eben alles zusammen, man kann das nicht teilen. Frage wegen Wahlplakate, sehen FDPler mit Schwarz-Weiß-Filter allgemein besser aus? Ich finde, wir sehen insgesamt besser aus als alle anderen. Der erste Satz auf der FDP-Webseite heißt, wir finden viele Punkte aus dem Programm anderer Parteien gut. Ihr Pro-Argument für die Linken. Sie setzen sich ein für Gleichheit, für Chancengerechtigkeit, haben aber die komplett falschen Instrumente. Und das ist das, was ich kritisiere. Was ist überhaupt ein modernes Einwanderungsgesetz? Das ist ein Einwanderungsgesetz, das sich eben an den Erfolgen orientiert, die andere Einwanderungsländer haben mit ihrer Zuwanderung. Zum Beispiel Kanada, die vergeben Punkte für bestimmte Kriterien, zum Beispiel Sprachkenntnisse der Menschen, die zu uns kommen oder die Ausbildung, die jemand hat oder auch die Bereitschaft, sich an Regeln und Werte zu halten. Wir sind längst ein Einwanderungsland, auch in Deutschland, benehmen uns aber nicht so. Bitte vormachen, Ihr Gesicht, wenn eine Zeitung Ihre Beine als die berühmten Schönen bezeichnet. Die FDP inszeniert sich als höchst internetaffin. Welchen der beiden Lochis würden Sie am ehesten für eine führende Position in der Partei aufnehmen? Die Lochis, das sind Internetstars. Ah, okay, da müsste ich jetzt meine Kinder mal befragen. Die erzählen mir dann immer, was da so los ist. Warum sollte ein Arbeitnehmer Ihnen eine Stimme schenken, zum Beispiel ein Altenpfleger? Weil wir dafür sorgen, dass die Wirtschaft boomt, weil wir dafür sorgen, dass seine Kinder die beste Bildung bekommen, weil wir uns darum bemühen, dass seine Bürger- und Freiheitsrechte nicht ausgehöhlt werden und weil wir zusehen, dass wir die Chancen der Zuwanderung nutzen, damit auch gerade im Bereich der Pflege wir auch noch eine Zukunft haben. 2000 ging Guido Westerwelle einmalig ins Big Brother Haus. Warum überraschte uns Herr Lindner dieses Jahr nicht mit einem Kuschelangriff auf Willi Herren? Fragen Sie ihn selbst mal. Was entgegnen Sie Menschen, die Christian Lindner als billig schmierigen Poser bezeichnen? Dann würde ich fragen, ob Sie ihm jemals begegnet sind, überhaupt wissen, wer er ist. Warum musste erst ein AKW ausbrechen, damit die FDP ihre energiepolitische Meinung änderte? Ja, also die Diskussion war ja lange im Gange in Deutschland, ist auch von uns maßgeblich mit befeuert worden. Jetzt geht es darum, dass wir die Energiewende wirklich zu einem Erfolg führen und dazu müssen wir die planwirtschaftlichen Instrumente wie das EEG erstmal abschaffen. Was war das Dümmste, das Hans-Dietrich Genscher je gesagt hat? Mir sind da nur kluge Aussprüche im Gedächtnis geblieben. Muss man auf jede Provokation Trumps reagieren? Nein, muss man nicht. Ich zeige Ihnen nun drei Persönlichkeiten und bitte um sofortigen verbalen Ausstoß Ihrer kurzen Erstassoziation. Etwas unvorteilhaft, aber gut, wer sich's leisten kann. Oh je. Ach, wie niedlich. War unser Speed-Dating viel geiler als das in der ARD? Es war vor allen Dingen kürzer, wenn wir jetzt schon fertig sind. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen und ich wähle Ihre Partei.